Ja, herzlich willkommen zum Kapitel 6 meines Lumix G9 Tutorials. Heute geht es um die Fokusfelder und die verschiedenen Fokusmodi, die individuellen Einstellungen für den Autofokus, Hilfen für den manuellen Fokus und so weiter. Also heute geht es rund um die Fokussierung. Viel Spaß dabei! Als erstes kommen wir zu den Autofokus-Modi, die die G9 bietet. Und zwar geht es los mit dem AFS oder auch Autofokus Single genannt. Sehen wir hier auf dem Schalterchen, ganz oben ist AFS, AFF. Und da sind wir gerade im AFS-Modus, also Single Autofokus. Ja, man fokussiert im Grunde einmal und genau da bleibt dann der Fokus auch. Es wird also nicht mehr verändert. Alternativ kann man auch die AFAE-Lock-Taste dann nehmen zum Fokussieren, also wenn man nicht den Auslöser nehmen will. Dazu kommt später noch eine kleine Erklärung, wie man sich das einstellt. Ja, und im Grunde ist es die sicherlich am häufigsten genutzte Autofokus-Methode bei Kameras, Digitalkameras und somit sicherlich hinreichend bekannt. Interessanter ist dann schon eher der AFF. Ja, zugegebenermaßen habe ich den bei den Lumix-Kameras bisher nicht so wirklich benutzt. Habe mich auch nicht so sehr damit beschäftigt, aber mittlerweile nutze ich den immer häufiger. Und zwar ist es hier. Also wenn man auf AFS, AFF hier gestellt hat, kann man dann im Quick-Menü einfach hier auf AFF gehen. Und letztendlich ist es eine Kombination aus AFS und AFC. Das heißt, die Kamera entscheidet dann letztendlich selbst, bleibt sie bei AFS oder wechselt sie zum AFC. Man sieht jetzt, wenn ich hier kurz gedrückt halte, dann ändert sich nichts mehr. Wenn ich jetzt aber eine Bewegung reinbringe ins Bild, zack, dann tut er sofort sich merken, oh je, da kommt was und umstellen auf den AFC. Wenn sich dann wieder nichts tut, dann ist er quasi wieder beim AFS. Ja, und ich finde die Methode sehr, sehr gut. Mittlerweile nutze ich das häufiger als AFS, einfach weil man dann, wenn sich dann doch mal ein bisschen was ändert in der Szene, dann muss man nicht neu fokussieren, sondern das macht die Kamera sozusagen für einen. Natürlich ist ab und zu auch nicht gut, wenn man die absolute Kontrolle haben will, aber generell finde ich diesen Modus sehr praktisch und kann ihn auf jeden Fall empfehlen, dass man sich den mal anschaut. Als nächstes kommt natürlich dann der Autofokus Continuous, also der kontinuierliche Autofokus, der permanent sich ein neues Fokusfeld suchen. Das sieht man auch, wenn man jetzt hier mal gedrückt hält. Selbst bei dieser eigentlich total statischen Szene wird er die ganze Zeit unruhig hin und her arbeiten. Ja, das heißt, er sucht sich die ganze Zeit eine andere, eine bessere Kontrastkante und tut deswegen kontinuierlich fokussieren, wie es eben auch heißt. Also auch hier, wenn man das Feld mal ein bisschen kleiner macht oder auch wenn man es größer macht, dann sieht man, dass die ganze Zeit hier komplett fokussiert wird. Ja, wie gesagt, der AFC beziehungsweise generell der Fokus bei spiegellosen Kameras, der wird sich immer die beste Kontrastkante raussuchen, weil genau darüber fokussiert er letztendlich aus dem Unterschied zwischen den Farben, wie stark ist der Kontrast, nämlich daran kann er festmachen, ob da die Schärfe liegt und deswegen nennt man das auch Kontrastautofokus. Der AFC ist bei der Lumix G9 nochmal ziemlich individuell konfigurierbar, und zwar geht das im Menü individuelle AF-Einstellungen Foto. Da kommen wir nachher noch kurz dazu, was es da für Möglichkeiten gibt. Als letztes haben wir natürlich den manuellen Fokus. Da schalten wir jetzt drauf. Wenn man dann den Auslöser drückt, tut sich natürlich nichts mehr. Das heißt, man muss am Objektiv drehen. Es gibt ein paar wenige Objektive, die mit Motor betrieben werden und wo man keinen Fokusring hat, da muss man dann an der Kamera selbst fokussieren und ansonsten aber am ganz normalen
Fokusring, den eigentlich die meisten Micro Four Thirds Objektive auch haben. Ja, manuelle Fokussierung, wann nutzt man es eigentlich hauptsächlich, sage ich mal, wenn Szenen sind, wo der Autofokus einfach seine Schwierigkeiten hat, wenn man Fokuspunkt ganz, ganz genau legen will oder solche Dinge, einfach wenn man die absolute Kontrolle über den Autofokus hat, beziehungsweise über den Fokuspunkt haben möchte, dann ist der manuelle Fokus gut. Oder wenn man zum Beispiel Serienaufnahmen, also Timelapse oder sonstiges schießt, wo die ganze Zeit der Fokus nicht verstellt werden soll. Bei einer Timelapse-Aufnahme zum Beispiel fokussiert er sonst jedes Mal, bevor er ein Bild schießt, neu. Was ganz praktisch ist, die Umschaltung auf manuellen Fokus kann man bei Olympus Pro Objektiven auch über den Fokusring machen, indem man den zu sich herzieht. Und die Funktion wird von der Panasonic-Kamera ebenfalls unterstützt. Wenn man das allerdings macht, dann kann man überhaupt keinen Autofokus, ja, keinen nicht mehr umstellen hier an der Kamera. Also dann ist egal, was man hier einstellt, wenn man diesen Fokusring zurückzieht, dann wird auf jeden Fall nur noch manuell fokussierbar sein. Es gibt mehrere Hilfen, um manuell zu fokussieren, und auf die kommen wir später noch in diesem Kapitel. Als nächstes gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Fokusfelder zu setzen. Ja? Also der Teil auf dem Display sozusagen, der letztendlich fokussiert wird. In die Auswahl bekommt man über die FN1-Taste. Und wir gehen jetzt einfach mal von links nach rechts durch, und das fängt an mit der Gesichts- bzw. Augenerkennung. Logischerweise haben wir jetzt hier kein Gesicht, was er erkennen könnte, und somit funktioniert das Ganze nicht. Ich zeige einen kurzen Videomitschnitt mal, einfach zum Sehen, wie dann der Gesichtsautofokus bzw. der Augenautofokus funktioniert. Wenn ein Gesicht erkannt wird von vorne, dann werden immer die Augen fokussiert, und zwar das Auge, das näher an der Kamera ist. In der Regel will man das auch scharf haben. Da sieht man dann ein kleines Fadenkreuz, und genau auf dieses Auge stellt er letztendlich scharf. Wenn man mehrere Personen im Bild hat, dann werden auch mehrere Personen so ein kleines Kästchen um das Gesicht bekommen, allerdings nicht alle fokussiert. Da kann man dann per Touch-Eingabe auswählen, welche Methode bzw. welche Person dann letztendlich tatsächlich fokussiert wird. Für Porträtfotografie ist das ein sensationell guter Modus, weil in der Regel will man da sowieso das Auge scharf haben, und somit funktioniert das einwandfrei. Muss man sich selbst bei Offenblende keine Sorgen machen um den Fokus. Danach kommt dann der Verfolgungsmodus, nennt sich das. Und zwar heißt das einfach, dass die Kamera versucht, auf dem Bild dem Objekt, das anvisiert wurde, zu folgen. Man sieht jetzt hier ja so ein kleines Fadenkreuz, das kann man sich auch noch einstellen, wo das hin soll. Das tun wir jetzt einfach mal auf den Kopf von diesem kleinen Objekt, und dann drücken wir den Auslöser halb durch einmal. Und jetzt sieht man, hier ist ein gelbes Kästchen da drauf, und der hat sich gelockt auf das Teil. Und wenn man jetzt das anfängt zu bewegen, sieht man ganz gut, dass er versucht, dem Teil zu folgen. Er fokussiert jetzt nicht, weil wir im AFS sind, aber er folgt mit dem Feld die ganze Zeit. Wenn wir jetzt hier auf AFC umschalten würden, dann würde er auch nicht verfolgen, aber wenn man dann den Auslöser gedrückt hält, dann bleibt er die ganze Zeit da drauf und stellt das Ganze scharf. Das funktioniert vor allem gut, wenn man jetzt tatsächlich mal ja, Dinge hat, die sich ein bisschen vom Hintergrund abheben. Weil sobald es ein bisschen im Hintergrund eine ähnliche Farbe hat, dann gibt es teilweise Probleme, weil dann ja, tut er das mit dem Hintergrund verwechseln, sozusagen das Objekt, das verfolgt werden soll, und somit dann nicht mehr richtig fokussieren. Das blende ich auch mal kurz ein, wie das
paar Mal passiert ist, als ich Aufnahmen gemacht habe, dass man das einfach mal sehen kann. Also der Modus ist nicht immer geeignet, aber grundsätzlich funktioniert er mittlerweile sehr, sehr zuverlässig. Man muss eben wissen, wann man ihn nutzen kann. Wenn man jetzt hier das Objekt fokussiert bzw. getrackt hat, also verfolgt, und man will das abbrechen, weil man kann jetzt hier nichts machen, dann muss man entweder hier auf Menü Set drücken oder eben auf den Joystick, dann wird das Feld wieder resettet. Als nächstes kommen wir zum 225er Feld. Das wählen wir mal aus. Und wenn man das direkt auswählt, dann sind erstmal komplett tatsächlich alle 225 Felder, die die Kamera bietet, aktiv. Und wenn man dann fokussiert, ein paar Mal hintereinander, dann sieht dann man schon, dass es sich teilweise andere Felder sucht. Ja. Also einfach absolut ja, Glücksspiel, sage ich mal, was er letztendlich fokussiert. Er wird in der Regel wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, das Objekt mit dem stärksten Kontrast fokussieren, aber da kann man sich nicht wirklich drauf verlassen. Und sobald man jetzt den Joystick hier bewegt, sieht man, dass man dann einen Teilbereich dieser Felder auswählt und wenn man dann das hintere Einstellrad dreht, dann kann man dieses Feld auch vergrößern oder sogar bis auf ein einziges Feld runter verkleinern. Wenn man allerdings eine andere Verteilung wünscht, weil hier hat man nämlich immer nur eine Rechteckform, dann muss man auf das flexible Fokusfeld umstellen. Und zwar ist das das nächste, das nennt sich multi-individuell. Und da kann man dann, wenn man nach oben drückt, noch weitere Muster wählen. Und zwar haben wir da einmal eine horizontale Linie, das heißt, da wird dann ein horizontaler Bereich festgelegt. Da kann man auch mit dem Joystick dann hoch und runter. Man kann den Bereich auch kleiner machen oder größer wieder mit dem hinteren Einstellrad. Und so dann eben was fokussieren. Es eignet sich zum Beispiel, wenn man ein Objekt verfolgen will, das immer auf der gleichen Höhe im Display ist. Allerdings will man nicht, dass er zum Beispiel im Hintergrund oder im Vordergrund was fokussiert. Das kann man dann damit festlegen. Ja, das gleiche gilt natürlich fürs vertikale Muster, das ist letztendlich genau gleich. Und dann gibt es das Zentralmuster, das ist quasi eine Raute und die kann man sich auch wieder festlegen, wie groß die letztendlich sein soll. Also gerade bei AFC finde ich dieses Rautenmuster hier immer relativ gut oder sogar das ganz kleine Rautenmuster, wo man dann fünf Felder letztendlich hat, die fokussieren. Weil mit dem Einzelfeld, das ist schon so klein, dass man bei kontinuierlichem Autofokus teilweise wirklich Schwierigkeiten haben wird, das auf dem Objekt zu halten. Beim Multi-Individuell-Feld kann man auch, wie der Name schon sagt, komplett individuell festlegen, was letztendlich die Autofokusfelder sein sollen. Und da hat man dann diese C1 bis C3. Und zwar nennt sich das dann benutzerspezifisch 1 bis 3. Dann drücken wir jetzt die Taste nach unten und dann können wir die Felder wählen. Das kann man entweder über einen Joystick hin und her und dann drücken, um das Feld zu aktivieren. Oder natürlich auch hier mit dem Steuerkreuz. Und dann kann man sich einfach komplett ein Feld da erstellen, was man haben will, was eben für die eigenen Zwecke passt. Ja, da kann man dann auch natürlich einen Spaß mit sich machen. Ja, wo das dann praktisch ist, kommt einfach drauf an. Ja, also die Linien und horizontalen Balken und so, die gibt es ja schon. Also im Grunde habe ich jetzt persönlich noch keine Verwendung dafür gehabt, aber letztendlich kann man, wenn man will, das komplett sich so einstellen, wie man es haben will und natürlich dann auch speichern das Ganze. Wenn ich das jetzt haben will auf C1, dann speichere ich es und sage Einstellung überschreiben und dann habe ich dieses Autofokusfeld immer, wenn ich es abrufen will. So, dann kann man noch wechseln zum Einfeld. Und das ist letztendlich dann einfach ein komplett frei verschiebbares Feld. Das kann man, wie man sieht, in alle Ecken fahren.
Und man kann natürlich ebenfalls wieder die Größe ändern. Ja, bis auf diese Größe, die man jetzt hier sieht, maximal. Und natürlich auch auf ein relativ kleines Feld. Also das ist, wenn man gut zu nutzen, wenn man jetzt mit den kleinen Feldern nicht zurechtkommt, kann man zum Beispiel das nutzen und das, wie gesagt, komplett frei auf dem Monitor verschieben. Wenn man übrigens, und das gilt für alle Feldmodi, wenn man zurück will zur Mitte, dann drückt man auf den Joystick, dann ist er in der Mitte. Wenn man wieder drauf drückt, geht er wieder an die Position, wo er gerade eben war. Als letzten Feld-AF-Modus gibt es dann noch den Punkt-AF. Der ist nur in AFS oder manuell verfügbar, wobei bei manuell hat man sowieso keinen Autofokus. Wenn man jetzt hier umstellt auf AFC, sieht man, dass er sofort auf das normale Feld gewechselt ist. Dann wieder zurückgehen, haben wir wieder das Fadenkreuz. Das Fadenkreuz heißt, da kann man sehr genau festlegen, wo will man den Fokus haben. Und wenn man dann fokussiert, wird das sogar noch extra vergrößert, sodass man nochmal kontrollieren kann, wo der Fokus letztendlich sitzt. Das ist also zum Beispiel, wenn man bei Tieren das Auge fokussieren will, absolut hilfreich, weil dann da muss man in der Regel sehr, sehr genau fokussieren können. Da ist teilweise wirklich sogar das kleine von den 225er Feldern zu groß noch und erwischt dann teilweise die Haare oder das Fell um das Auge herum und eben nicht das Auge selbst. Und da ist dann wirklich dieser Fokusmodus sehr gut. Als Hilfe für den Fokus kann man sich, das ist standardmäßig auf der FN4-Taste, das ist also die obere von der beiden Tasten auf der Vorderseite, kann man sich das fokussierte Feld dann nochmal vergrößern lassen. Das wird dann hier angezeigt als Bild in Bild und dann kann man die Vergrößerung auch wählen. Entweder mit der hinteren Einstelltaste kann man das relativ grob machen, von dreifach bis sechsfach, oder mit der vorderen Einstelltaste kann man es sehr, sehr fein sich einstellen. Für den manuellen Fokus gibt es zwei Hilfen bzw. drei Hilfen. Und zwar kann man einmal die Fokuslupe, die wird automatisch aktiviert, wenn man am Fokusring beim Objektiv dreht. Dann wird ein Bereich vergrößert und zwar ist es der Bereich, den man davor hier sieht. Man kann den Bereich natürlich verschieben und man kann ihn ebenfalls etwas größer oder kleiner machen, und zwar auch wieder von 3 bis 6-fach. Und somit kann man dann sehr genau sehen, was man letztendlich fokussiert. Die zweite Hilfe ist das Focus Peaking und da wird dann letztendlich der scharfe Bereich ein bisschen visuell dargestellt und zwar mit Farben, wo die Kontrastkante ist. Das können wir uns mal kurz anschauen. Jetzt können wir mal das Telefon hinlegen und mal darauf fokussieren. Und wenn wir jetzt langsam hin und her drehen, sieht man so ein bisschen, dass das teilweise bläulich umrandet wird. Und das ist dann letztendlich dieses Focus Peaking. Das kann man sich auf zwei Arten einstellen. Und zwar, wenn man hier einfach diesen Pfeil nach rechts macht, hat man hier das Peaking. Da haben wir einmal das H, Aus und L. Das Peaking L ist etwas kräftiger und zeigt einen etwas größeren Bereich beim Peaking. Und wenn man das Peaking H auswählt, dann ist der Bereich sehr, sehr klein. Das kann man hier jetzt schon fast gar nicht sehen, weil es da nicht so eine arge Kontrastkante hat. Können wir noch mal was anderes dazulegen, einfach um das zu demonstrieren. Jetzt kann man so ein bisschen hier diese Farbe erahnen. Und zwar das H hat in der Regel dann pastellfarbige Töne und das L hat dann etwas kräftigere Töne. Also in der Regel reicht schon das Peaking L, wenn man es dann wirklich fein abstimmen will.
dann wäre das das Peking H. Im Menü kann man das Ganze sich einstellen. Und zwar haben wir das hier unter der Seite 4 von diesem Menü Fokus Peking an, aus oder Set. Und bei Set kann man dann eben sagen Niveau High oder Low und kann dann auch die Farbe einstellen. Also zum Beispiel machen wir jetzt mal hier dieses Rosa für High und für Low eben dann das Rot. Und dann kann man hier sehen, jetzt sieht man es schon wesentlich besser. Das ist also immer auch abhängig von der Farbe, die man im Bild hat, ob man das Focus Peaking dann gut sieht oder auch nicht. Als letzte manuelle Hilfe gibt es noch einfach einen Autofokus. Das heißt, die Kamera wird auf den Bereich, wo man ausgewählt hat, dann eben mit dem manuellen Fokus arbeiten. Und zwar kann man dann hier drauf drücken, zack, und dann macht er einmal kurz manuell Autofokus und danach ist es dann wieder auf manuellem Fokus und bleibt so. Kurze Info noch extra, und zwar wenn man durch den Sucher blickt, das kann man jetzt natürlich nicht darstellen, aber dann kann man auch per Touch-Eingabe den das Autofokusfeld verstellen. Und ich zeige ganz kurz im Menü, wo das geht. Und zwar sind wir da hier bei Custom, Betrieb, Touch-Einstellung und dann Touchpad AF, der ist gerade auf Aus. Wenn man jetzt Offset drückt, dann kann man quasi den Punkt immer in die Richtung verschieben, wo man jetzt dann auf dem Touchscreen hingeht mit dem Finger. Und wenn man exakt einstellt, dann kann man quasi einzelne Punkte anwählen, die dann auch auf dem Display bzw. letztendlich im Sucher dann fokussiert werden. Das heißt, zum leicht Verschieben ist das Offset etwas besser. Also wenn man so ein bisschen nachjustieren will, wenn man exakt nutzt, dann kann man wesentlich schneller das Fokusfeld über den Bildschirm hinweg verschieben. Ja, und ich habe es vorher angesprochen, der Backbutton AF Autofokus, das nutzen viele Fotografen recht gerne statt dem halb gedrückten Auslöser. Und zwar wird dann der Fokus letztendlich auf diese AF-AE-Taste hier gelegt und vom Auslöseknopf entkoppelt. Das heißt, das erste Runterdrücken vom Auslöser bringt dann sozusagen nichts und fokussiert nicht. So hat man etwas bessere Kontrolle teilweise über den Fokus. Das sind allerdings auch Glaubenskriege, sage ich mal, schon entbrannt, was letztendlich besser ist. Aber das muss man meiner Meinung nach persönlich entscheiden, was einem besser gefällt. In manchen Situationen ist das eine besser, in manchen das andere. Und jetzt schauen wir kurz ins Menü, wo man das einstellen kann. Und da sind wir natürlich hier im Custom-Menü Fokus. Und da dann auf dieser AF-AE-Speicher, wenn man das dann drückt, kann man hier AF-On wählen. Das heißt also, der Fokus wird gesetzt, wenn man die AF-AE-Taste drückt. Und dann kann man noch den Auslöser AF abschalten. Und somit hat man jetzt, wenn ich jetzt die Auslösertaste drücke, tut sich nichts. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird er letztendlich fokussieren. So, der letzte Punkt im heutigen Kapitel sind die individuellen AF-Einstellungen im Fotomodus. Und da, zwar geht es da letztendlich natürlich um den Autofokus Continuous. Da stellen wir jetzt mal drauf und gehen ins Menü, Rec-Menü, und dann haben wir eben hier die individuellen AF-Einstellungen Foto. Da dann reingehen und da gibt es oben, sieht man Einstellungen 4. Da gibt es insgesamt 4 vorkonfigurierte Modi, die man nutzen kann, oder man kann alternativ komplett selbst sich einstellen, was man da nutzen will. Ja, kurz zur Erklärung: Letztendlich wird da festgelegt, wie schnell reagiert der Autofokus, der kontinuierliche Autofokus auf Veränderungen im Bild. Und zwar, ja, läuft ein Objekt dazwischen oder
hat man eine sehr gleichmäßige Bewegung und. Wir gehen kurz die vier Standardeinstellungen durch. Das ist einmal vielseitige und einfache Einstellung. Das ist also sozusagen wirklich der absolute Standardmodus. Wenn man jetzt Objekte hat, die sich sehr gleichmäßig und mit gleicher Geschwindigkeit in eine Richtung bewegen, dann wird die Einstellung 2 hier empfohlen. Einstellung 3 sorgt dafür, dass wenn man mal kurz was vor die Linse bekommt, was man nicht im Fokus haben will, also ein Objekt verfolgt, zum Beispiel ein Vogel, der auch mal hinter einem Baum durchfliegt oder so, dass er dann nicht sofort auf diesen Baum fokussiert, sondern eben versucht, weiterhin auf dem Vogel zu bleiben, somit den Fokus nicht sprunghaft ändert. Und die Einstellung 4, die ist geeignet für Objekte, ja, die sich mehr oder weniger unvorhersehbar ändern. Das heißt, wenn man absolut keine Ahnung hat, wo wird das Objekt sich hinbewegen und wie schnell und so weiter, dann ist quasi diese Option von Vorteil. Noch kurz zu den einzelnen Punkten. Also da kann man dann AF-Empfindlichkeit von minus 2 bis plus 2. Das heißt einfach letztendlich, wie schnell reagiert der AF, wenn eine kleine Änderung im Fokusfeld ist. Das heißt, er hat einen Fokus auf irgendeinem Feld, da tut sich was, wie schnell wird er dann reagieren? Und da kann man eben von minus 2 bis plus 2, das heißt, minus 2 ist natürlich relativ langsam. Also erst wenn sich stark was ändert im Feld, dann wird er reagieren. Und plus 2 ist dann eben extrem schnell. Das heißt, da wird er auf jede kleine Änderung im Fokusfeld reagieren. Als nächstes gibt es hier die AF-Bereichswechselempfindlichkeit. Das ist eben dieser Modus, wenn sich das Objekt mal kurz aus dem AF-Bereich herausbewegt, dann wird sofort nachjustiert, je höher diese Zahl ist. Also wenn man plus 2 macht, dann wird er da sehr, sehr schnell nachjustieren. Und wenn man aber will, dass der nicht sofort reagiert, dann geht man da eher in den negativen Bereich. Voraussage, bewegliches Objekt heißt quasi, wenn sich's relativ gleichförmig bewegt, ein Objekt, dann ist man da bei 0. Und wenn man plus 1 oder 2 macht, das ist dann wirklich für Objekte, die sich verändern im Bewegungstempo. Also da versucht die Kamera dann immer mehr sozusagen die Bewegung von dem Objekt vorauszuahnen. Das geht natürlich nur in einem bestimmten, ja, in einer bestimmten Range letztendlich. Die Kamera vollbringt da auch keine Wunder, aber mittlerweile funktioniert das doch sehr gut. Letztendlich muss man allerdings sowieso hier seine persönliche Einstellung finden. Wenn man hier mal was verändert hat, dann drückt man einfach die Display-Taste. Dann kann man die Einstellung 4 zurücksetzen. Das sind wir wieder auf 0, 1, 2. So wie eben standardmäßig die Einstellung 4 belegt ist. Aber wie gesagt, letztendlich muss man sich das ein bisschen selbst rausfinden, wie reagiert was. Das ist auch von Objekt zu Objekt, was man verfolgt, verschieden. Und somit ja, muss man das einfach selbst lernen. Die Kamera gibt einem aber wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das individuell einzustellen. So, jetzt haben wir auch schon das Kapitel 6 wieder fertig. Jetzt sind wir eigentlich im Grunde mit den ganzen Fotofunktionen der G9 mehr oder weniger durch. Und deswegen geht es im nächsten Kapitel 7 dann um Videofilmen mit der Lumix G9. Bis dahin hoffe ich, dass du wieder was gelernt hast und dir das Video gefallen hat. Und mach's gut. Bis dann. Ciao.